Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu meiner Kanalübersicht für den Monat Mai. Was passiert diesen Monat auf meinem Kanal? Sehr viel, eine ganze Menge. Ändern tut sich allerdings nicht so viel. Die ersten 4 Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bleiben gleich. Das heißt, montags, donnerstags kommt immer Chrono Trigger in Double Feature, würden sie im Fernsehen sagen. Dienstags bleibt auch dabei Silent Storm, das läuft auch sehr gut. Mittwochs auch sehr beliebt Mafia. Freitags kommt dann immer ein Retro-Teil. Diese Woche ist es zum Beispiel The Great American Cross Country Road Race auf dem C64. Ich wollte eigentlich die Atari 800-Version zeigen, nur bekomme ich die nicht zum Laufen. Also zeige ich die C64-Version technisch in etwa gleich. Samstags kommt dann jetzt noch 2 Folgen. Jetzt der Samstag und danach der Samstag Indiana Jones and the Last Crusade. Dann ist das Abenteuer auch beendet, dann haben wir es durchgespielt. Und an den nächsten beiden Samstagen kommt jeweils noch ein Vorspiel. Dortmund gegen Bayern und die Woche danach Köln gegen Hertha. Sonntags bleibt auch im Mai alles beim Alten, das Trauma Center, jeweils eine Folge sonntags. Dann gibt es ab dem 18.05. gibt es Änderungen auf dem Kanal. Zum einen geht dann Sensible Soccer los, unsere Karriere, samstags jeweils eine Episode und ein neues Projekt, welches ich ebenfalls starte, wo ich den Namen noch nicht nennen möchte. Es wird eine kleine Überraschung. Es wird dann auch jeweils samstags ausgestrahlt, eine Episode. Also im Prinzip kommt dann samstags Sensible Soccer und das neue Projekt. Das neue Projekt, worum dreht es sich da, ist ein Action-Rollenspiel-Adventure-Retro-Mix eines Indie-Entwicklerstudios, eines Ein-Mann-Studios. Und es ist auch eine Neuauflage eines alten MSX-Spiels. So viel kann ich da sagen, zu sehr humoristisch. Es ist ein relativ langes Spiel, also werden wir ein paar Folgen dann Spaß dran haben. Und ich hoffe, dass ihr da wirklich Spaß dran finden werdet, dass euch das Spiel gefallen wird. Ich gehe aber davon aus, weil mir macht es sehr viel Spaß. Es wird eine tolle Indie-Produktion. Für eine kleine Marke kann man sich das kaufen. Und ich werde es euch zeigen, wir werden es zocken. Und ich gehe davon aus, dass ihr das wirklich mögen werdet. Ja, soweit zur Kanalübersicht. Was habe ich denn noch genau? Am 11. Mai findet dann zum Beispiel die Retrobörse in Oberhausen statt. Da wird man sich sicherlich mit den einen oder anderen Let's Player treffen. Mal sehen, ob man dazu irgendwas machen kann. Der Mr. Venom, der wird sicherlich seine Kamera wieder dabei haben und mal gucken, ob wir da euch irgendetwas präsentieren können, beziehungsweise ob der Lars, der Mr. Venom, euch da was präsentieren wird. Das ist aber nur relativ nebenbei jetzt mit meinem Kanal zu tun. Ich wollte euch eigentlich nur ankündigen, dass ich am 11. Mai auf dieser Retrobörse sein werde. Ist ja auch bei mir in der Nachbarschaft, in der Nachbarstadt, von daher für mich nur ein Katzensprung darüber zu fahren. Und dann zum Schluss bräuchte ich mal eure Hilfe. Und zwar suche ich einen fähigen Grafiker da draußen unter euch, der mir bereit wäre, bei meinem neuen Kanaldesign zu helfen. Beziehungsweise YouTube hat ja mittlerweile schon umgestellt auf das neue Design, beziehungsweise kann man seinen Kanal auf das neue Design umstellen. Und ich wollte einfach mal fragen, ob irgendjemand von euch da draußen Lust hat, Zeit hat und auch den Willen hat, mir dabei ein bisschen was unter die Arme zu greifen, ein bisschen zu helfen, mir ein bisschen was zur Verfügung zu stellen. Das wäre total toll. Ja, ansonsten freuen wir uns auf den Mai. Regnet es im Mai, ist der April vorbei. Danke fürs Zuhören und bleibt mir weiterhin gewogen und ich sag bis zum nächsten Video. Viel Spaß weiter mit meinem Kanal. Bis dann. Ciao.